Throne of Liberty ist jetzt schon ein paar Tage auch auf den offiziellen Servern live und die meisten Spieler haben ihren Charakter schon Richtung Level 50 gelevelt. Dabei gibt es ja sowieso schon viel zu beachten, wie ihr in meinem Level-Tipps-Video gesehen habt, da Throne of Liberty schon ein Spiel ist, bei dem man ganz schön bestraft werden kann, wenn man die falschen Entscheidungen trifft, zumindest was den weiteren Fortschritt angeht. Gleichzeitig gibt es aber auch einige Dinge, die nicht wirklich direkt erklärt werden, sondern die man sich selbst irgendwie aneignen bzw. herausfinden muss. Weshalb ich euch heute einmal weitere wirklich wichtige Tipps geben werde, bei denen ich mir sicher bin, dass einige danach erstaunt sein werden, dass das so möglich ist. Bleibt also dran, lasst einen Daumen nach oben auf dem Video da und dann gehen wir auch direkt rein in den ersten Tipp. Und das ist auch direkt ein Tipp, der euch wahrscheinlich sehr weit nach vorne katapultieren wird, wenn ihr das bisher nicht gemacht habt. Und das ist das Zerlegen von Skillbüchern bzw. generell Items. Ihr habt diesen Knopf an der Seite von Items sicherlich schon mal gesehen und bestimmt auch schon mal auf Ausrüstung verwendet, aber das ist eine der mächtigsten Funktionen im Spiel, denn man kann das auch bei Fähigkeitsbüchern, Upgrade-Materialien, Questrollen und eigentlich alle machen. Die Funktion ist quasi wie ein Abwerten, also das Gegenteil von dem, was man bei den NPCs machen kann und ihr könnt damit die Items eine Stufe downgraden. Der Vorteil dabei ist jetzt aber, dass das bei Fähigkeitsbüchern zum Beispiel bedeutet, dass ihr eure lilanen Bücher in sehr viele blaue verwandeln könnt und blaue zum Beispiel auch in sehr viele grüne. Habt ihr also 5 lilane Bücher, könnt ihr daraus auch einfach 50 blaue machen und somit natürlich direkt Fähigkeiten weiter leveln. Gerade am Anfang sind die blauen Bücher natürlich etwas rarer, denn man will ja seine Skills einmal hochziehen. Man verliert dabei zwar etwas an Materialien, also in dem Beispiel, wo man etwas abwertet, denn man bekommt ein paar weniger Bücher raus, als man jetzt brauchen würde, um dann wiederum ein lila Buch herzustellen. Und es kostet natürlich auch etwas Solland. Dennoch ist das eine Funktionalität, die man auf jeden Fall am Anfang gerade verwenden kann, um eben etwas mehr blaue Bücher zu bekommen und dann eben auch Fortschritt zu machen, bis man überhaupt erstmal die lilanen Bücher braucht. Ihr könnt hierdurch dann aber eure Fähigkeiten boosten. Das gleiche gilt aber auch für eure Rüstungen, also die lila Upgrade-Steine kann man ebenfalls umwandeln in blaue oder auch Crafting-Materialien, um halt eben bestimmte Sachen herzustellen. Also ihr habt die Möglichkeit einmal durch die Bank, denn es gibt hier keine Sache eigentlich, bei der das nicht so funktioniert und dementsprechend sollte man sich hier das Ganze am Anfang zum Nutzen machen. Denn wenn man zum Beispiel 5 lilane Bücher wieder hat, kann man mit denen gar nicht so viel anfangen, aber mit 75 blauen zu dem Zeitpunkt natürlich schon. Und da man später dann zum Beispiel neue blaue Bücher einfach wieder upgraden kann zu lilanen, ist die einzige Frage eigentlich nur, wie man denn an das Gold kommt. Und das ist quasi der Preis, den man halt auch dafür zahlen muss. Es ist also eine wirklich starke Funktion und auch der Grund, warum viele Spieler, wie zum Beispiel ich, dann auch so gut wie alle Fähigkeiten schon auf lila gelevelt haben, was am Ende einfach deutlich mehr Schaden, Heilung oder Tankiness bringt. Schaut also mal in euer Inventar und checkt ab, was ihr braucht, was ihr habt und wie ihr das Ganze nützlich machen könnt für euch. Und falls dann mal das Solland knapp wird, und ich kann euch sagen, es wird auf jeden Fall knapp, ihr könnt nämlich auch einfach Materialien beim Händler verkaufen und dafür wirklich viel Solland bekommen. Gerade diese ganzen lila Steine oder auch Seiten für die Fähigkeiten kann man einfach als Rohmaterial direkt bei jedem Händler, wo man etwas verkaufen kann, verkaufen und kriegt dafür relativ viel Solland. So hat man auch die Möglichkeit, zusätzliche Solland zu bekommen, wenn es wirklich notwendig ist und wenn man gerade seinen Charakter verbessern will oder man braucht halt bestimmte Dinge, die man entweder down oder upgradet. Von daher nutzt auch diese Möglichkeit, wenn ihr gerade Goldmangel habt. Der nächste Tipp bezieht sich dann nochmal auf die Mystic Globes bzw. diese mystischen Portale, die daraus auch kommen können. Über die täglichen Münzen der Verträge könnt ihr ja diese Schlüssel kaufen und dann auf der Map die Kugeln einsammeln. Ihr habt dabei eine Chance, ein mystisches Portal zu finden und auch dann zu öffnen. Daraus können dann aber wirklich Endgame-Items kommen in Form von Trade-Stones, Upgrade-Materialien oder auch ganz selten einer lilanen Angel. Es ist also in jeglicher Hinsicht absolut sinnvoll, diese Kugeln immer wieder einzusammeln bzw. dann eben auch diese Schlüssel jeden Tag zu kaufen. Die Trade-Stones braucht ihr auf jeden Fall, das wird später immer rar sein und man wird es immer benutzen wollen. Und bei der Angel ist es eben auch so, dass das die einzige Möglichkeit ist, soweit ich weiß, an diese Angel zu kommen. Gut zu wissen ist hier auch, dass sowohl die Kugeln als auch die Portale immer an den gleichen Positionen spawnen können. Es gibt also pro Gebiet immer eine Auswahl an Spawns und dort findet ihr dann die Kugeln und auch die Portale. Lernt also im Zweifel dann auch mal in einem Gebiet das Ganze zu machen, priorisiert dieses Gebiet und dann werdet ihr auch merken, dass ihr das Ganze immer schneller findet und immer schneller abschließen könnt. Denn am Anfang sind diese großen Portale gar nicht so einfach zu finden, wenn man sich in dem Gebiet nicht auskennt oder wenn man auch nicht ganz so weiß, wie das in Throne of Liberty so gemacht wird, also wo die so versteckt werden. Als nächstes gut zu wissen ist auch, dass man mit den Tokens aus Dungeons, die man am Ende aus der Kiste bekommt, wirklich was Gutes anfangen kann. Schaut man sich mal das Crafting-Menü dafür an, dann sieht man, dass man aus 10 Tokens jedes Dungeons, und man bekommt 4 pro Run, eine Münze craften kann, die man dann wiederum für das Herstellen von Ausrüstung verwenden kann. Einerseits gibt es dabei dann zum Beispiel einen ziemlich starken Ring, der in fast jedem Bild eigentlich verbaut ist, also einer der beiden Ringe, und der auch nur eine Münze kostet. Ihr könnt also mit der Münze diese Kiste craften und dann einen der beiden Ringe wählen. Wenn man dann aber weitere Runs gemacht hat und sogar 2 Münzen gefarmt hat, kann man sich sogar auch die Waffen aus den jeweiligen Dungeons craften. Wenn man also so wenig Lootluck hat wie ich zum Beispiel und seine Dagger einfach nicht droppt, dann kann das
eine Lösung sein, um sie zumindest sicher zu bekommen. Ich würde hier aber empfehlen, erstmal für den Ring zu gehen. Der ist nämlich relativ günstig für eine Münze und gibt wirklich gute Stats. Vor allem ist das auch ein Ring, den man bis zum Wechsel von Tier 1 auf Tier 2 verwenden können wird. Es ist also wirklich Endgame-Gear. Als weiterer Zusatz ist hier aber auch noch gut zu wissen, dass man durch den Battle Pass auch immer wieder noch Truhen erhalten hat oder erhält, aus denen man sich dann ein Token eines Dungeons aussuchen kann. Also ihr könnt hier auch schneller an die allererste gecraftete Münze kommen, indem ihr die Kisten aus dem Battle Pass ebenfalls nutzt. Jetzt werfen wir aber nochmal einen Blick auf einen Beruf, und zwar Kochen. Dieser bringt euch nämlich einige wirklich starke Vorteile, die man unbedingt wissen sollte. Einerseits erhaltet ihr dadurch natürlich extrem gutes Buff-Food, was eure Stats boostet, wenn ihr im Bosskampf oder PvP unterwegs seid. Ich denke, das ist auch eher der offensichtliche Teil. Allerdings gibt es auch Buff-Food, was ihr zum Beispiel beim Farmen in den Open Dungeons benutzen könnt und was euch extra Solland, aber vor allem auch weniger Token-Abzug bringt. Ihr kriegt also 50% mehr Solland in eure Tasche und verbraucht gleichzeitig 10% weniger von euren Tokens. Wenn man so will, ist es eigentlich schon immer Pflicht dabei und am Laufen zu haben, da man einfach so unglaublichen Vorteil hat mit der Zeit, gerade wenn man sich das auch noch selber gecraftet und gefarmt hat. Und es lohnt sich also ungemein, seinen Kochenberuf immer wieder nebenbei hochzuziehen und das Buff-Food selbst herstellen zu können, egal ob man nur PvE oder nur PvP spielt. Denn man spart sich eine Menge Loosen bzw. kriegt auch deutlich mehr Loot dadurch. Dafür muss man dann natürlich auch seinen Beruf leveln und kommt auch nicht am Angeln vorbei. Wenn ihr daran interessiert seid, mal einen Level-Guide zum Kochen zu sehen, dann schreibt es mir unbedingt mal in die Kommentare und ich schaue mir das Ganze nochmal an. Wichtig zu wissen ist dabei ebenfalls, dass einige Materialien, die man zum Kochen braucht, auch nur bei bestimmten Bedingungen wie Regen zum Beispiel farmbar sind. Ihr seht dann das Wetter, wenn ihr oben bei der Map mal über das Symbol drüber geht oder auch zum Beispiel Regentropfen auf eurem Bildschirm sichtbar werden. Wenn man dann mal auf Monster-Info geht, eines Gebiets, dann kann man auch nochmal die Drops sehen, die ein Symbol daneben haben, wie jetzt hier bei den Krabben für das Open Dungeon Buff-Food, von dem ich eben gesprochen habe. Sobald es dann regnet, kann das aber auch sehr häufig droppen und man kann dann somit auch einiges craften. Es lohnt sich also auch hier aufmerksam zu sein und dann bei Möglichkeit mal einen Abstecher zu machen und das richtige Buff-Food für PvP oder PvE zu farmen. Und das war es jetzt auch mal mit der nächsten Folge von Tipps für Throne of Liberty. Wenn euch dieses Format gefällt, dann haut direkt einen Daumen nach oben auf das Video und lasst es mich in den Kommentaren wissen. Dann werde ich auch noch öfter solche Tipps in meine Videos verpacken und euch vorstellen. Folgt dann auch dem Kanal, damit ihr das Ganze nicht mal verpasst und mich unterstützt. Wir sehen uns ansonsten im nächsten Video wieder. Bis dahin und haut rein.